willkommen zu Steffi kocht und backt. Heute geht es um das Thema Brotbacken mit Pampelchef-Form. Ich werde ganz oft gefragt, Mensch Steffi, welche Form wäre denn die richtige für mich, wenn ich Brot backen möchte? Aktuell hat Pampelchef 4 Formen im Sortiment. Wirklich wichtig zu wissen, es sind alles Brotbacktöpfe, aber sie können auch noch ganz viele andere Sachen. Das heißt, wir können sie auch noch für Schmorgerichte verwenden, für Aufläufe. Dass sie Brot backen können, ist wirklich was ganz Besonderes, aber man darf nicht vergessen, wir können sie auch noch für ganz viele andere Sachen nutzen. Heute geht es bei den Formen wirklich ums Brotbacken und ich erkläre euch, welche Art von Teig kann man in welche Form legen und bis wie viel Gramm Mehl könnt ihr die Form benutzen. Es gibt aktuell wirklich diese 4, wie ich schon gesagt habe. Das ist unser 3 Liter Brotback- und Schmortopf. Das ist der Ofenmeister. Hier könnt ihr Brote drin backen bis 1,2 Kilogramm Mehl. Also da habt ihr wirklich eine gute Menge. Die Form gibt es genau die Hälfte, eine Nummer kleiner in 1,5 Liter Füllvolumen. Hier habt ihr wirklich Brote bis 500 Gramm Mehl plus Flüssigkeit immer dazu gerechnet, aber 500 Gramm Mehl ist hier das Füllvolumen erreicht. Ebenso bei dem runden Zaubermeister. Er heißt kleiner Zaubermeister und das ist der runde Zaubermeister. Die beiden unterscheiden sich in keiner Weise vom Füllvolumen, ist beides identisch, aber ihr habt jeweils eine andere Form Brot. Das heißt, hier ist es ein rundes Brot und hier eher ein eckiges. Diese 3 haben alle einen Deckel. Wir haben noch eine Kastenform im Sortiment, die hat keinen Deckel und die ist wirklich für Weißbrote, für Kuchen. Hier seid ihr immer bei der Temperatur, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass euer Brot nicht zu dunkel wird. Hier ist man so bei Brotbacken, so bei 200 Grad ist da die Höchstgrenze erreicht, weil sonst das Brot einfach verbrennen könnte. Und was ist das Besondere bei diesen Töpfen? Ihr habt immer einen Deckel dazu. Das heißt, euer Brot backt bei hoher Temperatur. Wir backen immer bei gut 230 Grad. Die Hitze kommt von außen und euer Brot backt die ganze Zeit in dem Topf. Und das Steinofenklima, was ja jede Form erzeugt, ist konzentriert im Topf. Und dadurch wird es super knusprig, bleibt aber richtig doll saftig. Das ist so die Eigenschaft, die diese Formen von Pampelchef haben. Wenn ihr jetzt dieses Brot hier reinlegt, das heißt, das ist mein leckeres Bauernbrot, das hat ungefähr so 750 Gramm Mehl gehabt plus Flüssigkeit. Dieses Brot konnte ich als Laib formen, das war ein knetbarer Teig. Das heißt, denn ich konnte den Laib formen, ein bisschen einschneiden und habe ihn in diesen Topf gelegt. Und das Brot wurde eine Stunde bei gut 230 Grad gebacken, mit geschlossenem Deckel. Dieses Brot war auch ein Laib. Hier habe ich genau die Hälfte nicht. Es waren 500 Gramm Mehl, da habe ich extra drauf geachtet. Und ich habe auch wieder einen Laib geformt, habe den Laib reingelegt und habe es eingeschnitten und habe es gebacken. Es wird immer eine schöne kastenartige Form. Und hier waren wir alle 3 bei knetbaren Teigen. Ebenso hier bei dem. Jetzt gibt es aber Teige, die nicht knetbar sind, wo ihr keinen Laib rausformen könnt. Das heißt, ihr habt vielleicht bei Vollkornteigen und wo ihr ganz, ganz viele Saaten drin habt, wie Sonnenblumenkerne und Leinsamen, das ist eher so eine flüssige Art, was so wirklich läuft. Dann könnt ihr hier auch wieder die gleichen Rezepte nehmen, bis 500 Gramm Mehl. Und das ist so ein flüssiger Teig gewesen. Das ist mein Dinkel-Vollkornbrot von meiner Homepage. Das verlinke ich euch unten in der Infobox, die ganzen Rezepte. Und dieser flüssige Teig habe ich einfach die Form ein bisschen eingefettet, unten auf den Boden eine Handvoll Sonnenblumenkerne gestreut. Dann habe ich gleich ein ganz schönes, gesundes Brot, wo ich nochmal unten so einen Saatenboden habe und habe den Teig einfach in die Form geschüttet. Deckel zu, eine Stunde gebacken und dann habt ihr wirklich eine schöne Form. Es ist genau in die Form reingebacken und ihr habt wirklich tolle Scheiben. Dieses Rezept sind ungefähr 500 Gramm Mehl, wie ich das schon gesagt habe. Jetzt habe ich mal zum Vergleich
euch dieses, genau das gleiche Rezept für den Topf gebacken oder in dem Topf gebacken. Das heißt, dieser Topf hat ja 3 Liter Inhalt und wenn ihr jetzt einen flüssigen Teig reingeben würdet mit 500 Gramm Mehl, wird es eher ein platteres, breiteres Brot. Seht ihr das? Und diesen Teig habe ich da reingegeben, abgebacken und so ist das Brot geworden. Ihr könnt auch hier super gut flüssige Teige reingeben, bloß ihr müsstet die Menge vielleicht gegebenenfalls ein bisschen erhöhen. Also wenn ihr hier einen schönen Leib auch haben möchtet aus flüssigem Teig, dann solltet ihr immer ungefähr 1 Kilogramm Mehl nehmen. Also eine etwas größere Menge, dass ihr richtig schöne Scheiben schneiden könntet. Zusätzlich ist noch zu sagen, dass ihr alle Formen mit Deckel auch wirklich als Schmortopf benutzen könnt, als Auflaufform. Wenn ihr den Deckel ablasst, habt ihr immer eine tolle Form auch für Aufläufe. Ihr könntet sogar Frikadellen hier reinlegen oder Bratwürstchen. Ihr habt dann immer noch eine tolle Back- und Auflaufform. Bei der Kastenform ist es so, die ist toll für Hackbraten, für Weißbrote, für Kastenkuchen. Könnt ihr die auch super verwenden. Ich habe noch mal ein paar Bilder für euch, damit ihr noch mal eine Idee habt. Die Bilder sind alle in dem Ofenmeister gebacken worden, in dem großen. Das ist wirklich der, ja, mit so der Bestseller. Da könnt ihr wirklich alle knetbaren Leibe reingeben. Ob ihr ein Leib formt oder 2, das ist wirklich nur Geschmackssache, wie groß ihr die Scheiben haben möchtet oder ob ihr vielleicht eins einfrieren möchtet. Und das ist ein Hefezopf, ist auch auf meiner Homepage das Rezept. Das ist im Ofenmeister in dem Brotbacktopf gebacken mit geschlossenem Deckel und ihr seht mal, wie euch eure Teige da drin aufgehen. Durch dieses Steinofenklima, was die Formen erzeugen, wird es wirklich unglaublich knusprig, aber es bleibt immer saftig. Ebenso könnt ihr alles, was Schmorgerichte sind, in den Töpfen mit Deckel zubereiten. Das heißt, Gulasch in diese Form passt ungefähr 1,5 bis 2 Kilogramm Fleisch. In dem sind wir wirklich so bei, ja, 500, 600 Gramm Fleisch mit Flüssigkeit wirklich beim Füllvolumen angelangt. Also wer ganz normale, wer ein 4-Personen-Haushalt ist, braucht wirklich schon diese Form, damit wirklich auch genug Gulasch oder genug Braten für die Familie dann zubereitet ist. Hier ist nochmal das Pulled Pork, das könnt ihr auch super im Ofenmeister backen oder auch nochmal hier sind Rouladen für euch. Auch ohne Anbraten, einfach in den Topf, Deckel drauf und los geht's. Also sie sind tolle Brotbacktöpfe, aber auch noch für ganz viele andere Sachen geeignet. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, welche Art Teig für welche Form geeignet ist und hoffe, dass ihr ganz viel Spaß mit euren Backformen von Pampelchef habt und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank, tschüss, bis bald.